Willkommen bei Watts. Wir sind der Hersteller des Microflex vorisolierten Rohres für speziell den Wärmepumpenanschluss von Außeneinheiten von Propan-Wärmepumpen. Wir haben hier ein vorisoliertes Rohrleitungssystem mit zwei Medienrohren. Die beiden Medienrohren verbinden die Außeneinheit der Wärmepumpe mit der Inneneinheit. Wir haben ferner zwei Leerrohre für die Elektroinstallation, einmal für das Netzanschlusskabel und einmal für das Steuerkabel. Die Rohrleitungen sind wärmegedämmt mit einem geschlossenzelligen Schaumstoff. Wir haben am Ende der Rohrleitung eine EPDM-Kappe zum Abdichten des Rohrleitungssystems, damit kein Wasser eindringen kann. Ferner bieten wir ein sogenanntes Propan-Kit an. Das Propan-Kit ist eine spezielle Verschlusssituation explizit für die Leerrohre, dass im Falle eines undichten Propan-Außengerätes, also das Propan austritt aus dem Außengerät, dieses nicht ins Gebäude gelangen kann. Mit diesem speziellen Propan-Kit verschließen wir die Leerrohre mit dem Elektroinstallationsrohr, so damit gewährleistet ist, dass kein Propan ins Haus eintreten kann. Das Microflex-Rohrsystem ist sehr flexibel. Wir haben durch die spezielle Geometrie der Wellrohre und durch den Schaumstoff im Inneren einen sehr flexiblen Mechanismus, der einen sehr kleinen, engen Biegeradius erlaubt. Damit habe ich Kurven, um das Rohr aus dem Erdreich an die Wärmepumpe anzuschließen, in einem Radius von einem halben Meter ermöglicht. Das Rohrsystem geht dann durch die Mauerdurchführung ins Gebäude rein. Mauerdurchführung gibt es verschiedene Ausführungen. Es gibt druckwasserdichte Mauerdurchführungen. Es gibt Mauerkragen, die dann in einer Betonplatte eingebaut werden können. Also je nach Art der Gebäudeeinführung haben wir verschiedene Lösungen dafür. Im Gegensatz zu anderen Lösungen am Markt brauchen wir nur eine Mauerdurchführung, eine Wanddurchführung, eine Einführung ins Gebäude, weil wir die beiden Medienrohre und die Steuer- und die Netzanschlussleitungen in einem gemeinsamen Außenrohr verlegen. Weiter haben wir im Microflex-Rohrsystem verschiedene Rohrleitungen. Es gibt die Duo-Rohrleitungen, bedeutet zwei Wärmeträger-Medienleitungen. Es gibt eine Quattro-Rohrleitung, das heißt vier Wärmeträger-Medienleitungen, zweimal für Heizen, zweimal für Trinkwasser, Sanitärwasser. Es gibt Uno-Rohrleitungen, also mit einem einzelnen Rohr als Leitungsträger. Das Duo-Rohr gibt es auch in einer Begleitheizungsvariante, das heißt speziell für Trinkwasser oder für Kühlanlagen haben wir eine Begleitheizung, damit auch in Verwendung oberhalb der Frostgrenze ein Einfrieren verhindert wird. Die Rohrsysteme sind, ich hatte es schon erwähnt, mit einem PE-Schaum, der geschlossenzellig ist, versehen. Das Besondere an dem geschlossenzelligen PE-Schaum ist, es kann kein Wasser eindringen. Sollte im Falle eines Bruchs der Außenhülle tatsächlich Wasser in die Isolierschicht eindringen, kann sich das Wasser nur in der Umrandung oder an den Rohren direkt als dünner Wasserfilm befinden. Es ist also im Gegensatz zu anderen Systemen am Markt nicht ähnlich wie ein Schwamm, was sich vollsaugt und dadurch die Isolierwirkung verliert, sondern durch dieses geschlossenzellige System haben wir weiterhin, selbst bei eingetretenem Wasser, eine hohe Isolierwirkung. Im Inneren des Gebäudes erreicht das Microflex-Rohr durch die Mauerdurchführung den Heizraum, den Technikraum. Wir haben die beiden Medienrohre, die hier zusätzlich mit der Fixpunktbefestigung und einer Schwerlastverankerung gesichert sind gegen Ausziehen aus dem Gebäude durch Erdsenkungen und so weiter. Hier haben wir auch die beiden Elektro-Steuer- und Installationskabel, welche dann von hier an die Steuereinheit der Wärmepumpe angeschlossen werden. Neben dem Rohrleitungssystem haben wir natürlich auch ein entsprechendes Zubehörprogramm. Das beginnt von den Anschlusskupplungen über Fixpunktbefestigungen, die bereits erwähnten Mauerdurchführungen, Mauerkragen, bis hin zu Fixpunktbefestigungen, die es erlaubt, das Rohr dauerhaft fest und sicher am Gebäude zu verankern.